In Straßburg kam es am Montagnachmittag nach einer Verfolgungsjagd zwischen zwei Familienclans zu einem schweren Unfall mit 3 Toten und 6 Verletzten. Vor dem Unfall soll es zu einem Streit und einer späteren Schlägerei zwischen den Familienclans gekommen sein, die laut Berichten der rumänischen Roma-Gemeinschaft angehören. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd zwischen den rivalisierten Clans in Richtung Deutschland rammte laut SWR3 ein Verfolgerfahrzeug das vorausfahrende Auto mehrfach. Schließlich kam es zu einem starken Zusammenstoß zwischen 2 BMWs. Einer hatte sich mehrfach überschlagen, beim anderen war die gesamte Frontpartie weggerissen worden. 2 Frauen und ein Mann starben, 6 weitere Personen wurden verletzt. Angehörige der beiden Familien sollen sich daraufhin am Unfallort versammelt haben. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sicherte die Unfallstelle. Die Beamten ermitteln nun die genauen Hintergründe der Vorfälle.